Weltweit wartet man auf einen Impfstoff, um die Corona-Pandemie stoppen zu können. Aber die Zulassung wäre nur ein erster Schritt. Die nächste Herausforderung ist die Produktion von Millionen, wenn nicht Milliarden Impfdosen. Dazu kommt dann die Logistik, die Verpackung und Verteilung. In der Nähe von Rom bereitet man sich bereits auf diese Aufgabe vor, in einer hochspezialisierten Produktionsstätte, die für genau solche Aufgaben entworfen wurde. Man kann loslegen, sobald ein Impfstoff freigegeben ist. Uns war klar, wir müssen so schnell wie möglich startklar sein. Mit anderen Worten, sobald die Aufsichtsbehörden ihr Okay geben, muss der Impfstoff quasi sofort vertriebsbereit sein, um den Menschen zu helfen. Jedem hier war das klar. Unsere eigentliche Herausforderung ist der Wettlauf gegen die Zeit. Dazu musste kurzfristig ein Vorrat an Grundstoffen und Ampullen beschafft werden. Ein schwieriges Unterfangen, aber jetzt liegt alles im Lager, um bis zu 40 Millionen Fläschchen mit jeweils 10 Dosen des Impfstoffs zu produzieren. 400 Millionen Dosen. Die Leute hier sind stolz, weil sie sich als Teil der Lösung eines riesigen Problems sehen. Alle spüren den Druck, dieses Gefühl, alles so schnell wie möglich zu erledigen. Wir sind natürlich auch auf andere angewiesen. Nicht alles passiert hier, aber am Ende müssen wir perfekt liefern und die Leute hier wissen das sehr gut. 650 Menschen arbeiten hier regulär. 100 zusätzliche Kräfte wurden neu eingestellt, nur für die Produktion eines Covid-19-Impfstoffs. Bis zu 5 Millionen Fläschchen Impfstoff können im Monat hergestellt werden. Noch vor wenigen Monaten standen die Produktionsstätte und die Beschäftigten knapp vor dem wirtschaftlichen Aus. Ist endlich ein Impfstoff zugelassen, werden hier Millionen möglicherweise lebensrettender Impfdosen produziert. Hier musste man ganze Produktionslinien sehr schnell auf einen neuen Impfstoff umstellen. Eine ziemliche Herausforderung. Und das muss an vielen Orten weltweit ebenfalls passieren, damit genug für die ganze Welt produziert werden kann.